wäre ich komplett safe gewesen. Also schaut euch einfach diese Zahl an, die hier gleich stehen wird. Die ist einfach nur crazy. Ah, hallo alle zusammen und weiter geht's mit Honka Star Rail und wir machen die Universum Simulation Gold und Getriebe. Ich wollte euch ganz gerne eine Strategie vorstellen, wo ihr ja die Fragmente im Endeffekt fast unendlich duplizieren könnt. Und das werden wir jetzt einmal zusammen durchgehen, was man dafür benötigt und wie man da am besten vorgeht. Alles klar, wir starten die Erkundung, natürlich Rätselstufe 12 und Schwierigkeitsstufe 5. Beim Pfad ist es völlig egal, welchen Pfad ihr hier nehmt. Vom Schaden her macht das gar nichts aus. Ich werde diesen Pfad hier nehmen und gebannt habe ich hier Ausbreitung und Bewahrung werde ich hier. Ihr müsst bei euch gucken, wenn ihr einen Champion als Tank nehmt. Der schildet natürlich Bewahrung drinnen lassen. Ansonsten, so wie bei mir, ich würde das Ganze hier rausnehmen. Dann würde ich hier Archeron definitiv reinnehmen, wenn ihr sie denn habt. Wenn nicht, ist halb so schlimm. Es dauert nur etwas länger dann. Aber ich nehme sie natürlich rein. Ich werde hier ohne Heal reingehen. Und okay, das ist mein Team hierfür. Dann geht es weiter zum Wichtigen. So, beim Würfel ist dieser Würfel sehr gut geeignet dafür. Warum? Wenn wir hier eine Ebene betreten, bekommen wir einen Mogelversuch und jedes Mal, wenn wir uns bewegen, bekommen wir einen neuen Würfelversuch. Dann gibt es die zweite Fähigkeit vom Würfel, sag ich mal, die auch ganz nützlich ist für diese Strategie. Und zwar bei jedem Kampf und Elitefeld bekommen wir ein Leuchtfeuer. Was ganz nice ist, denn wir brauchen diese Leuchtfeuer und zwar das Sparschwein und zwar das Gelbe für die Kuriositäten. Ganz wichtig. Dann die Fähigkeiten vom Würfel. Das hier benötigen wir, um die Felder duplizieren zu können, um im Endeffekt noch mehr Kuriositäten eventuell zu bekommen und unsere Events zu bekommen, die wir dafür brauchen. Und dann, wenn wir nicht das Richtige haben, können wir hier nochmal zufällige Leuchtfeuer drauf machen auf die Felder. Dann ist das unumgänglich. Deswegen funktioniert das Ganze überhaupt wegen dieser Fähigkeit. Und zwar können wir hier eine Kuriosität entfernen und bekommen sie gleichzeitig wieder zurück. Und dann diese Fähigkeit bringt uns 100 Fragmente, wenn wir eine Kuriosität entfernen. Was genauso wichtig ist, damit wir nicht so viele Kuriositäten überhaupt haben, damit das hier funktioniert. Und unser Schaden kommt ja durch die letzte Fähigkeit, die genauso fast unumgänglich ist wie die anderen beiden. Das ist hier nur zum Füllen, sage ich mal. Okay. Und dann geht's los. So, als allererstes müssen wir schauen, dass wir am Anfang in der ersten Ebene, es gibt nämlich zwei Stages, und zwar müssen wir schauen, dass wir am Anfang so ein Event haben, so ein weißes, wo wir reingehen können und dort muss die IFK-Bank drin sein. Es gibt Teil 1 und Teil 2. Wir müssen erstmal Teil 1 machen, damit Teil 2 überhaupt erscheinen kann. Das heißt, wir werden jetzt Teil 1 suchen. Wenn wir Glück haben, ist es direkt hier drin. Wenn nicht, müssen wir einfach neu starten und so lange das Ganze machen, bis wir Teil 1 erfüllt haben. Dann starten wir wieder so lange neu, bis wir Teil 2 ganz am Anfang bekommen. Und so funktioniert das Ganze. Okay, ich würde sagen, wir nehmen einfach den hier. Können wir, egal welche Kuriosität im Endeffekt nehmen. Wir sollten nur hier zum Beispiel den nicht nehmen. Das ist ganz schlecht für mich.
Okay, let's go. Hier sollten wir, wenn wir Teil 1 suchen, wenn wir Fragmente kriegen, direkt die Fragmente nehmen. Für die nächste Etappe ist beides gut. Also Fragmente oder Mogeln. Nehmen jetzt hier Fragmente, dann nehmen wir Acheron und laufen hier relativ schnell durch. Okay. Also deswegen dauert das ohne Acheron etwas länger, weil wir das hier immer wieder clearen müssen. Mit Acheron geht das sehr, sehr schnell. Und ja. Okay. Okay, eigentlich gut, aber auch nicht gut. Okay, das ist besser. Kann man direkt hier die negative Kursität wegmachen und bekommen dafür Fragmente. Haben wir schon 300. Jetzt gehen wir auf die Ereignisfelder. Wofür? Damit wir so ein Event kriegen. Nur leider die Bank muss es sein. Also sieht genauso aus. Dann steht aber oben Bank. Also ich würde hier nicht alle drei Kuriositäten nehmen, sondern nur eins davon. Zu viele Kuriositäten ist nicht gut. Aber eins nehmen wir mit. Falls wir gleich die Fähigkeit kriegen zum Entfernen, dass wir was entfernen können. Obwohl wir es bei Teil 1 gar nicht brauchen. So, okay. Wir haben Teil 1 der Bank nicht bekommen. Wir können hier jetzt schon neu starten, ansonsten dauert es zu lange. Ich werde das Ganze jetzt so lange machen, bis ich Teil 1 habe und euch zeigen, worum es da geht. Okay, und genau da ist nämlich Teil 1 der Bank und das ist der erste Step, den wir brauchen, um weiterzukommen. Und zwar geben wir jetzt hier Fragmente auf und wenn wir beim nächsten Mal auf dieses Event wieder treffen, ist Teil 2 da. Und genau das benötigen wir, deswegen geben wir hier jetzt ist halb so schlimm. Wir können auch hier 150 Fragmente aufgeben anstatt 200. Ist nicht schlimm, denn das Ganze ist alles gut. Ja. Also wir geben das hier auf und der nächste Step ist wieder genau dasselbe wie vorher. Wir haben ja jetzt hier so lange neu gestartet, bis das da war. Jetzt müssen wir genau dasselbe nochmal machen. Und wieder so lange neu starten, bis wieder in dem ersten Event, was hier dran ist, Teil 2 erscheint. Also im Endeffekt Teil 1 kann nicht mehr erscheinen, weil wir das jetzt aktiviert haben. Und Teil 2 bekommen wir die richtigen Kuriositäten, damit wir unsere Strategie dann fortsetzen können. Okay, also das bedeutet, wir restarten wieder.
Okay, wir kriegen das Feld direkt ja, auf den ersten, was ziemlich gut ist. Okay, dann können wir das Ganze mal probieren, ob wir das hier jetzt hinkriegen. Also das Event ist auf jeden Fall da, was wir brauchen. Das ist Teil 2 der Bank und jetzt müssen wir nur noch genau das hier kriegen. Das taucht auch nicht zu 100% auf, da müsst ihr aufpassen, da gibt es Fälle, wo es nicht da ist. Da müsst ihr leider restarten, kann ich nichts machen. Es, bei der Strategie ist sehr viel Glück gefragt, wirklich. Sehr, sehr viel Glück, weil das noch nicht alles ist. Selbst wenn ihr das bekommen habt, müsst ihr das Ganze nehmen, um diese Kuriosität geht es, die benötigen wir auf jeden Fall, damit wir jede Runde 6% von unseren Fragmenten definitiv bekommen. Okay, ja, wie soll ich sagen, erste Step geschafft, wir müssen jetzt nur noch, in Anführungsstrichen, es schaffen, dass wir die nächste Kuriosität kriegen, wo es 50% von den Fragmenten jedes Mal gibt, wenn wir die Kuriosität wegmachen und wieder kriegen. Ich zeige es euch, wie es geht, wenn wir sie kriegen. Okay, dann geht es weiter. Dann geht es weiter, okay. Alles klar, wir würfeln natürlich. Nehmen wir die negative Kuriosität direkt hier raus. Gehen zum Eventfeld mit den Zweien. Schauen, was wir hier bekommen. So, Kuriositätenhacker ist Mist. Der Tiger ist auch eigentlich Mist. Also Body, wenn es nicht gut. Gib eine Kuriosität auf. Sollten wir das tun? Ja, sollten wir. Wir geben diese Kuriosität hier auf. Also auf gar keinen Fall die 6%, die benötigen wir definitiv. Dann Kuriositäten-Hacker. Hier können wir Magnetismus nehmen. Nehmen wir. Okay, und jetzt entweder duplizieren. Ja. Wahrscheinlich wäre das besser, wenn wir jetzt duplizieren. Und ja, wir duplizieren den oder den. Ich würde sagen den, hier bekommen wir definitiv eine Kuriosität. Okay. Und jetzt hoffe ich, dass ich Luck habe. Oh, okay. Der Gegner ist schon mal nicht gut für mich. es ist eine Elite. Wir schauen mal. So, Automatik raus. Und ja, das Sparschwein fokussen natürlich, dass wir es down kriegen. Ansonsten gibt es ja keine Kuriosität, das wäre schlecht. Deswegen sind wir hier reingegangen. So, hier müssen wir definitiv buffen, dass wir nicht umkippen. Quick divination.
Okay, den haben wir schon mal. Das stört uns erstmal nicht wirklich. Wir bleiben hier drauf. Hier den Buff. Das war nicht gut, was ich gemacht habe. Es könnte jetzt passieren, dass ich umkippe. Weil der Bach vom Tank abgelaufen ist. Okay, Glück gehabt. Okay. Okay. Und wir haben die nächste Kursität gekriegt, die wir brauchen. Okay, das ist gut. Also, so ein Run habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. Wir haben sehr wenig Kursitäten. Das kommt auch nur dazu. Wir müssen sehr wenig Kursitäten haben, damit wir jedes Mal, wenn wir unsere Fähigkeit vom Würfel aktivieren, ja, diese Kursität zur Auswahl bekommen. Am besten sollten wir nur 3 Kursitäten haben. Das ist die beste Voraussetzung und das haben wir. Das ist gut. Also, wir nehmen es natürlich. Okay, schön. Weiter geht's. Sehr gut. Also, jetzt müssen wir wiederum vermeiden, dass wir Kuriositäten bekommen. Okay, wie kriegen wir das hin? 1, 2, 3, ja. So werden wir laufen und versuchen, jetzt den Kuriositäten hier aus dem Weg zu gehen. Ah, hier können wir Magnetismus aktivieren. Ja, das könnte was werden. Das könnte echt was werden. Okay, wir kriegen jetzt hier eine Kuriosität zugeschustert. Die umgehen mich. Okay, wir nehmen definitiv hier die Pixelwelt. Das Event, hier gibt es Fragmente. Okay, gibt es definitiv Fragmente, die brauchen wir. Das ist auch gut. Dann könnten wir eine Kuriosität jetzt rausschmeißen. Ich hoffe, ich kriege die richtige jetzt. Okay, und zwar, die will ich jetzt rausschmeißen. Also wir haben die richtige bekommen, das ist sehr gut. Wir können hier in Ruhe weitermachen. Okay, jetzt wäre ein Mogelversuch. Nicht schlecht, wenn wir den hier bekommen würden. Wir kriegen dreimal Würfel, ist auch akzeptabel. Das werde ich definitiv machen. Eigentlich können wir jetzt schon versuchen zu vervielfältigen. Okay, genau das brauchen wir, um unsere Fragmente zu vervielfältigen. Wir machen die raus und bekommen sie gleich wieder und nochmal 50% vom Fragmenten um drauf. Wir haben 2000. Okay, dann gehen wir in den nächsten Fight. Und Magnetismus ist aktiv. Alles klar, dann aktivieren wir die beiden Buffs, gehen hier in den Fight. Wir haben wieder Elite, was nicht so gut ist. Aber was will man machen? Man muss halt das nehmen, was man hat. Oder was man bekommt, besser gesagt. Okay. Wir hauen so viel Schaden hier drauf wie möglich, natürlich. Der Buff ist aktiv. Alles gut.
denn hier die Fähigkeit? Dann warten wir. Okay, er steht nicht auf. Aber er wird gleich wieder aufstehen. Dann wird er wahrscheinlich wieder welche rufen, oder? Nee, tut er nicht. Ja, dann aktivieren wir die Ult. Damit hier ordentlich Schaden reingeht. Okay, der Buff ist gleich abgelaufen. Wieder erneuern. Okay, den hätten wir. Nehmen wir natürlich. So, jetzt haben wir keinen Fight, ne? Wir haben Event. Kuriositäten brauchen wir nicht. Okay, wir könnten jetzt diese Kuriosität, die wir dazu. Magnetismus machen wir hier weg. Und gehen zum nächsten Event. Da gleich der Bossfight ist, will ich das lieber so machen. Das hört sich auch erstmal gut an. So. Und wir kriegen leider hier wieder eine Kursität dazu. Okay, und was hat die für eine Sekunde? Was kann die? %. Okay, also für den Boss müssen wir jetzt komplett einmal durchwürfeln. Warum? Damit hier die beiden Buffs gleich aktiv sind. Die bleiben ja aktiv durch den Würfeln, durch die Fähigkeit, wenn wir sie einmal bekommen haben. Das werden wir jetzt einmal machen. Okay, der bleibt aktiv. Wir würfeln dann nochmal. Okay, und es sind beide Buffs aktiv, wie ihr sehen könnt. Jetzt können wir weiter würfeln. Oder wir machen einfach den. Und erhalten dadurch noch mehr Fragmente. Okay, wir haben 4000 Fragmente für die. Ja, für die erste Ebene eigentlich top. Bekommen hier ja keine guten Gegner. Ich würde den hier nehmen. Ich würde den nehmen. So, jetzt müssen wir aufpassen. Wir müssen hier definitiv buffen. Wir müssen komplett durchbuffen. Wir dürfen jetzt hier auf gar keinen Fall sterben. Enjoying yourself.
Die Ult aktivieren wir nicht. Wir warten, bis der gute seine Kollegen gerufen hat. Genau jetzt. Damit wir direkt alles ordentlich wegmachen können. Genau so. Okay, das sieht erstmal okay aus. Und damit kann ich definitiv leben. In dem Pfad jetzt aktiv und ich würde, das ist eigentlich sehr gut, er hätte sofort zu viel. Ach nee, das ist nicht so gut. Nehmen wir den. Okay, let's go. Let's go. Okay, und jetzt würde ich sagen, wir müssen wieder schauen, dass wir versuchen, Kämpfe zu vermeiden. Um einfach nur safe bis zum Boss zu kommen. Wir schauen einfach, welchen Weg wir nehmen. Wir gehen nach oben. Den könnten wir definitiv noch machen. Gehen wir wieder nach oben. Aber hier wieder ein Fight, das gefällt mir nicht. Aber hier haben wir Elite, hier haben wir auch einen Fight. Deswegen, wir gehen nach oben. Ja. Also man muss sich schon wirklich überlegen, wo man hingeht. Wir kriegen hier noch eine negative Kuriosität. So. Okay, wir laden definitiv einen Heiler runter. Alles klar. Hier müsst ihr jetzt für euch selbst entscheiden, ob ihr hier was nehmen wollt oder nicht. Wenn ihr genug Fragmente habt, könnt ihr euch natürlich was gönnen. Aber ihr solltet im Hinterkopf immer behalten, wenn ihr hier was nehmt, bekommt ihr dann weniger Fragmente natürlich, ne? Also da ich hier 4700 eigentlich habe, würde ich sogar das teuerste hier nehmen. Kein gelbes dabei, also keine dritte Stufe. Das ist eigentlich ganz gut, dass wir es kriegen. Nehmen wir. Okay, haben wir Glück. Können wir wieder Fragmente hier pushen. Das war jetzt die Truhe. Also das wäre sogar wichtiger hier. Warum wäre das wichtiger, damit wir hier wieder weniger Kuriositäten haben, wenn wir würfeln? Wir haben jetzt 4. Theoretisch müsste noch einer weg. Von denen, die wir haben, damit das hundertprozentig immer passt. Ich würde hier einfach mal würfeln. Gut, der bietet uns das jetzt an. Wir nehmen es natürlich an. So, gehen wir jetzt das Risiko ein, dass wir fighten. Das ist schwer. Aber wir müssen es eigentlich. Okay, hier habe ich Glück. Hier brauche ich nicht mal fighten, da ich Archeron habe. Sie macht den jetzt einfach so weg. Das ist sehr schön. Okay, der Buff ist aktiv, den brauchen wir. Aber jetzt gehen wir
nach oben, genau, nicht nach unten, welche Elite ist. Elite möchte ich jetzt garantiert nicht haben. Also, wir schauen mal, was er uns gibt. Er gibt uns eine Kuriosität wegmachen. Ja, eine von den schlechten wird dabei sein, also die wir nicht brauchen. Ich würde sagen, das werden wir einmal machen. Und entfernen die einmal. Gehen nach oben. Okay. Das sind die besten Felder für die Strategie. wo man komplett safe ist, so gesehen. Und noch Würfelversuche dazu bekommt. Das ist richtig gut. Das gefällt mir. Okay, lass uns würfeln. Okay, und das werden wir nehmen. Wir werden davon noch ein paar kopieren. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nicht mehr nach oben. Wir gehen hier runter. Dann gehen wir hier. Nee, dann gehen wir hier lang. Ja, das sieht gut aus. Der Weg, der gefällt mir. Den werden wir nehmen. Und jetzt heißt es nur noch vervielfältigen. Oh, und dann kriege ich noch den. Jetzt kommt es drauf an, ob ich Risiko gehe oder nicht. Ich könnte jetzt... das werde ich nicht machen. Also entweder verliere ich jetzt die Hälfte oder... Nee. Das werde ich jetzt nicht machen. Klar, ich könnte jetzt hier übertreiben. Ich würde jetzt hier, ich weiß nicht, auf 50k direkt kommen. Wenn ich komplett Glück habe. Aber... Ich vertraue dem Spiel nicht und ich möchte den Run jetzt nicht versauen. Deswegen lassen wir das Ganze. Okay, wir haben Safe-Möglichkeit, unsere Fragmente zu vervielfältigen. Deswegen lassen wir das Ganze. Wie gesagt, ich vertraue dem Spiel nicht. Würde ich dem Spiel vertrauen? Ich weiß das jetzt schon. Ich würde mich jetzt schwarz ärgern, wenn ich das nehmen würde. Ja. Wir reduzieren und nehmen den Mogelversuch. Der Countdown interessiert uns absolut nicht. Der ist uns komplett egal. Jetzt gehen wir hier runter. Ich habe ja gesagt, wir versuchen so wenig wie möglich zu fighten. Und daran halten wir uns auch natürlich. Könnten jetzt sogar noch kopieren, aber das werden wir auch nicht machen. Wir müssen hier unsere Fragmente vervielfältigen. Okay, da mir das Spiel nicht gönnt, machen wir einmal noch. Okay, das Spiel gönnt mir nicht. Das heißt... Wir werden hier definitiv den jetzt auswählen. Und wieder Fragmente. Ach, ja. Okay, jetzt haben wir's. Okay, wir sind bei 31.000. Wir gehen runter. Hier kriegen wir gleich wieder Würfelversuche. Das wollen wir haben. Endlose Dunkelheit. Tatsächlich sagt mir das Event jetzt nichts. Gut, kann ich mit leben. Ist nicht viel passiert. So. Mogelversuch muss ich definitiv lassen. Okay, dann gib mir direkt. Das ist sehr gut. Dann nehmen wir wieder den. Ah, wo sind wir denn jetzt? 50k haben wir hier. Am besten Mogelversuch. Wäre gut. Okay, wir kriegen Würfel. Okay, der gönnt mir gerade. Das nehmen wir doch gerne. Bei 79.000.
können jetzt hier noch downloaden. Ich würde folgendes tun. Ich würde Kafka hier noch reinnehmen. Die hat einen ganz guten Splash eigentlich. Für ganz am Ende. Die nehmen wir hier rein. Okay, und versuchen hier unser Bestes natürlich. Zweimal falsch geklickt und schon reicht die Zeit nicht. Ach, ich habe da hinten welche vergessen. Okay. Okay. Alles klar. Okay, hier nehmen wir den. Den gibt es Fragmente. Fragmente sind immer gut. So, wir haben jetzt noch zwei Felder und dann geht's zum Boss. Wir werfen wieder. Okay, das Spiel gönnt. Sehr schön. Also das ist auch nochmal wichtig, dass das Spiel einen gönnt. Okay, wir kriegen hier jetzt nochmal Würfel und Mogelversuche. Das ist sehr gut. Da sind wir jetzt erstmal ganz gut aufgestellt. Okay, nicht reduzieren. Okay, Mogelversuch, das ist perfekt eigentlich. Ich würde jetzt direkt hier den Mogelversuch auch benutzen. Okay. Und direkt wieder Argumente. Wir sind jetzt bei 200k angelangt. Ah, sehr gut. Also wir könnten hier Segen und hast du gesehen holen, aber für mich ist Würfeln hier jetzt erstmal wichtiger, dass wir noch höher kommen mit den Fragmenten. Aber 200k ist schon eine... Oh. Ist ordentlich. Also der Damage ist heftig, der kleine, den ihr gleich sehen werdet. Falls ihr das nicht selber schon gemacht habt, das kann sich echt sehen lassen, was da gleich abgeht. Okay, dreimal würfeln kriegen wir nochmal. Okay, einen Buff haben wir schon mal aktiv. Jetzt geht es darum, dass wir für den Boss beide Buffs erst aktivieren. Die bleiben ja aktiv, solange wenn man sie einmal gewürfelt hat bei dem Würfel, bleiben sie aktiv. Das ist das Gute daran. So, den Hauptbuff für den Damage haben wir eigentlich schon. Wir könnten den jetzt hier sogar ignorieren. Und wenn wir das bekommen, dann geht es direkt weiter. Okay, theoretisch ist das auch nicht schlecht. Denn beim Boss kriegen wir gleich wieder eine Kuriosität, die wir nicht brauchen. Aber für den Boss würde ich eher mehr Damage nehmen. Und da wir mehr Fragmente benötigen, ja, okay. Mit mehr Fragmenten kriegen wir mehr Damage. Ich würde das definitiv jetzt hier nehmen. Auf Nummer sicher gehen. So, wir sind bei 320.000. Der eine Buff ist aktiv. Das wollten wir erreichen. Das haben wir erreicht. Wir gehen jetzt zum Boss rein. Okay, wir schauen einfach mal, bei wem wir hier reingehen. Theoretisch ist das hier erstmal egal. Warum? Beim Kampf in der dritten Ebene. Jagd. Ja, beide. Beide sind angenehm für mich. Das ist eigentlich nicht gut. Wir nehmen den guten. Okay, ich werde jetzt hier einmal das Team umbauen wollen. Und zwar will ich ihn rausnehmen. Ich würde hier Kafka reinnehmen tatsächlich. Okay. Wenn ich die Figur
Wenn hier drin eigentlich umbauen? Nicht wirklich, ne? Ja, theoretisch brauche ich es auch nicht. Wir gehen jetzt hier einfach nur rein. In den Feind, würde ich sagen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht umkippen. Wir können sie gerne heilen, das ist alles cool. Jetzt kommen wir. Der kippt direkt um. Der hat Schaden, der ist einfach nur krank, wie ihr sehen könnt. Okay. Und den brauchen wir eigentlich gar nicht. Okay, und jetzt kommt die Ult und gut ist. Dann ist der Gute weg. Ja, 5 Millionen Damage mit einer Ult, das ist natürlich crazy. Okay, nach einem Schwächebruch. Ja, das Einzige, wo wir aufpassen müssen, dass wir hier jetzt nicht einfach so umkippen, das ist das Wichtige jetzt. Wir müssen nur noch am Leben bleiben und im Endeffekt den Boss einmal hitten und dann ist er down. Das ist die ganze Strategie hier. An dem Pfad, das ist eigentlich ganz cool. Das ist eigentlich ganz cool, das werden wir jetzt nehmen. Ja, okay. Alles klar, aber da geht's. Letzte Ebene, lass uns die mal anschauen. Ich hoffe, hier ist nicht zu viel Elite oder so. Okay, machen wir. Ja, das ist der optimale Weg hier. Brauchen wir definitiv nicht fighten und wir kriegen jetzt nochmal leider eine negative Kuriosität, was mir nicht gefällt. Es ist leider so. So, jetzt können wir hier nochmal einkaufen. Was gibt's sonst? Das will ich definitiv erstmal gar nicht, was du dir anbietest. Leider alles verkehrt. Wir können hier alle einfach nur alles kaufen. Da brauchen wir uns keinen Kopf machen. Das spielt mittlerweile keine Rolle, diese 1500, 1600 da, die da stehen. Die spielen gar keine Rolle mehr. Okay, und unser Pfad levelt nochmal. Ich würde jetzt sogar so weit gehen. Also erstmal ist klar, wieder würfeln. Mache ich. Entferne den einfach. Oh, dann gehen wir hier runter. Also ich würde jetzt sogar so weit gehen, dass ich hier mir auf jeden Fall noch einen Tank hole. Und zwar den guten. Auf Nummer sicher zu gehen, dass wir definitiv beim letzten Boss nicht umkippen. Okay, wer ist mir abgehauen? So, ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Okay, der hat mich fast entdeckt. Nochmal den Buff aktivieren. Können wir da reingehen? Kann nichts mehr passieren. Okay, das wäre das. Das können wir auch. Ah, jetzt gibt es.
gibt es hier noch meine Kollegen. Das kann ich doch nehmen. Das macht mir. Das ist doch komplett safe dann. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wir nehmen hier einfach nur den Mogelversuch und versuchen unser Glück mit den Fragmenten nochmal. Okay, den kriegen wir nicht. Und genau das ist das Problem, wenn wir zu viele Kuriositäten haben. Ihr seht es hier, ich habe 5 Stück und schon kriegen wir die nicht mehr. Ja, leider ist das so, aber wir können es nicht verhindern. Deswegen, ja, es ist so, wie es ist. Okay. Ich will mir nichts wünschen. Das reicht mir auch so schon. Wir gehen jetzt hier noch nach oben, dann nach unten. Wir haben 400.000. Gut, es geht immer mehr. Keine Frage. Versuchen jetzt nochmal unser Glück. Okay, hier haben wir es drinnen. Dann gehen wir nochmal hier nach oben. Vielleicht kriegen wir einen Mogelversuch. Versuchen dann nochmal unser Glück. Er hatte einen Segen, eine Kuriosität und 50. Ja. Jetzt kann ich es eh nicht mehr ablehnen, ne? Okay, wir haben bis zum Boss noch ein Feld. Mogeln muss ich lassen. Ja, auf gut Glück. Ich krieg's wieder nicht. Okay. Ja, es ist leider so. Aber die Fragmente, die müssen trotzdem reichen. Wir haben 600.000 Fragmente jetzt und das klappt schon. Das werden wir so hinkriegen. Kriegen ja noch jedes Mal die 6% oben drauf und das ist auch einiges mittlerweile. Also brauchen wir uns keinen Kopf mehr machen. Okay, wir können jetzt hier nochmal downloaden. Weiß ich nicht. Ist eigentlich jetzt auch völlig egal, wenn wir hier runterladen. Ich habe eigentlich schon alles, was ich brauche. Wir werden nicht mehr benötigen. Okay, verstärken. Können wir wieder Folgendes machen. Wir können jetzt hier einfach nur komplett alles durchgehen und alles verstärken. Wenn wir denn Lust dazu haben. Oder wenn wir sagen, wir haben keine Lust, dann können wir es auch sein lassen, weil davon hängt der Schaden jetzt nicht ab. Und die paar Fragmente, die wir jetzt weniger haben werden. Also vom Pfad hängt gar nichts ab. Wir können hier das Ganze mit jedem Pfad machen, den wir wollen. Das könnten wir vielleicht noch, ja. Ah, kommt. Ist auch relativ jetzt, ne? Okay, so, jetzt beim Boss wieder. Das Allerwichtigste. Jetzt nicht so voreilig. Ihr müsst beide Buffs wieder aktivieren. Ganz wichtig. Ansonsten bringt das alles nichts. Also mindestens ein Buff, der mit den 100%, mit den 100 Fragmenten, der muss aktiv sein. Ansonsten werdet ihr diesen Fight verlieren. Und ihr habt euch hier umsonst die ganze Mühe gemacht. Das wäre uncool. Okay. Wir haben beide Buffs aktiv und wir können zum guter Letzt nochmal hier die Fragmente machen. Da beide Buffs aktiv sind, gehen wir hier nochmal rein und er gönnt mir wieder nicht. Leider ist das so. Fähigkeitspunkte verlieren wir gleich, aber egal. Egal. Egal, egal. Okay, wir haben 600.000 bei den Buffs aktiv. Ich würde sagen, wir nehmen den Boss mit der Blitzschwäche hier. Okay,
Es sind zwar nur 600k geworden, ihr könnt hier wirklich noch viel, viel mehr rausholen, wenn ihr ein bisschen mehr Glück habt wie ich. Ich habe viel Glück gehabt mit den Kuriositäten, aber mit den Würfeln war nicht so gut. Na? Okay, mein Team, ich würde das ganz gerne jetzt nochmal bearbeiten. Ich würde hier sagen, wir nehmen hier Rumpf noch einen Tank rein und gehen hier auf Nummer sicher, oder wir haben ja noch die Möglichkeit, das Spiel zu restarten eigentlich. Ich glaube, ich werde den zweiten Tank hier nicht brauchen. Okay. Werde ich nicht brauchen. Wir machen das folgendermaßen. Wir aktivieren hier den Buff und hier den Buff und gehen hier einfach nur in den Fight. Und die erste Phase ist direkt vorbei. Oder auch nicht. Okay, wir aktivieren hier die Ult. Jetzt ist die erste Phase vorbei. Dann aktiviere ich den Pfad und dann aktiviere ich die Ult. Und die kippen wieder beide um. Dann aktivieren wir den. Und aktivieren die Ult. Ja, so ungefähr kann das Ganze aussehen. Ich hätte jetzt noch den zweiten Tank hier reinnehmen können und dann wäre ich komplett safe gewesen. Also schaut euch einfach diese Zahl an, die hier gleich stehen wird. Die ist einfach nur crazy. Es ist einfach nur crazy. Ja, so ungefähr kann man das Ganze machen. Wie ich schon sagte, es sind leider nur 700k Fragmente geworden. Ich wünschte, ich könnte euch mehr zeigen. Aber für mehr habe ich erstmal keinen Nerv. Ich wollte euch zeigen, wie es funktionieren könnte. Das habe ich hiermit gemacht. Und falls ihr noch Fragen dazu haben solltet, fragt ruhig. Ich sage ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Okay, dann lasst uns hier ja, zum letzten Boss kommen. Der sollte jetzt auch nicht wirklich noch ein Problem darstellen, sagen wir es mal so. Der sollte eigentlich instant liegen. Welchen nehmen wir denn von denen? Ich würde sagen, den mit dem Blitz. Ja, wir buffen hier natürlich nochmal durch. Alleine, das Kranke ist, dass man, wenn man hier jetzt die Fähigkeit von Kafka zündet, dass der Boss direkt downet. Guckt euch diese Zahl da an. Das ist crazy. Okay, wir sind schon in der nächsten Phase. Also wieder einfach nur die Ult hier. Von Kafka, von wem auch immer, gezündet. Zack, boom. Also wenn man sich diese Zahlen anschaut, krank. Einfach nur krank. Ja, und das wäre schon gewesen, so gesehen. Okay, er steht noch. Also schaut euch diese Zahlen einfach an, das ist crazy. Okay, und das wäre das gewesen. Also, das war jetzt im Endeffekt ja, nicht einfach. Es ist viel Glück dabei. Sehr viel Glück dabei.